Hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge von Avurion. Ja, ein Multiplayer mit den lieben Vitas. Hallo. Wir sind hier in den Livestream von Finale und wir haben hier schon angefangen, also zumindest ich, ein paar Zotern zu jagen. Ich habe hier gerade die Station gefunden mit den Widerstandsposten und der kann mir ja irgendwas erklären. Also sprechen, ne? Das werden wir mal eben kurz machen. Und ja. Ich bin natürlich froh, dass ihr natürlich eingeschaltet habt. Ne? Auch jetzt im Livestream sind ein paar Leute da, das finde ich ganz gut. Also erstmal auch Gruß an euch. Ne? Und danke, dass ihr einschaltet. Und weiter geht's. So. Sie sprechen gerade mit dem automatischen Antwortsystem von Außenposten des Widerstands. Ordul, bitte geben Sie die Natur Ihrer Anfrage an. Wer bist du? Mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Bitte? Hallo? Was haben die dir jetzt gesagt? Die wollen mit mir nichts zu tun haben. Die wollen mit mir nichts zu tun haben. Aber wie bin ich nochmal Autogeschützt? Wie du die nochmal auswählst? Ja, dass ich weiß, dass es auch wirklich... Das steht doch dran. Die schießen automatisch, steht dran, ja, auf Torpedos, Jäger und also. Ich will aber jetzt nicht alle durchsuchen, bis ich die finde. Gibt's dafür einen Trick? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich finde die ziemlich leicht, weil das da ja dran steht, ob es ein Flak ist oder MG. Also meistens ist es eine Flak oder ein Point Defense Geschütz. So werden die auch bezeichnet. Ja, die möchte ich einfach anbauen, damit ich, Die, also du suchst sie gerade bei den Waffen oder was? Ja, damit ich was ein bisschen... Wenn du DPS ist, sind sie ziemlich weit unten. Wenn du Filter DPS drin hast, dann sind die ziemlich weit unten. Ich hab gerade was gefunden. Tatsächlich, wenn ihr diese Folge seht, ist dann heute Abend, also bei YouTube, wenn diese Folge seht, dann seht ihr heute Abend, könnt ihr natürlich auch gerne in den Livestream reinkommen bei Twitch. Da spielen wir erst Among Us ab 18 Uhr und ich denke ab spätestens 21 Uhr fangen wir eine neue Staffel, Staffel 3 mit Factorio an. Die bringen wir live hier in, auf Twitch und Folgen werden halt passend fertig gemacht. Worum es genau geht, das wird dann da geklärt, wie wir Factorio durchspielen. Ist es nicht einfach bauen, schnell zur Rakete, wegen ich habe schon eine Idee, wie wir das spielen wollen. Die anderen müssen das natürlich auch noch lernen, das wird eine Herausforderung für uns alle werden. Und die Leute, die zugesagt haben, ist auch die liebe Vitas, ne? Hallo, ich wurde gezwungen. Gezwungen? Sag nicht, ich gebe dir kein Geld. Ach, dann kommt die ganze Überweisung noch. Wunderbar. Gib dir die Adresse nochmal durch, ne? Ich krieg ja selber kein Geld. Ja, du hast Privatvermögen, mein Freund. Was denn? Haus. Ja. Auto. Ich muss mir einen extra Kredit noch aufnehmen, damit ich mein Auto abbezahlen kann. Dafür habe ich eine Zusage gekriegt. Die haben gesagt, ja, sie könnten auch ein bisschen mehr kriegen. Ich so, nein, aber mehr will ich nicht. Also hast du Privatvermögen? Nein. Also kannst du Martin und mich von jetzt an bezahlen. Hast du das gehört, Martin? Wir kriegen ja jetzt Geld, wenn wir mitspielen. Nein, Martin hat's nicht gehört, aber ich hab's gehört. Gut, Mia ist auf meiner Seite. Du ja, bist auch dafür, bin ich. Ne? Ja, natürlich bin ich dafür. Ja, wir haben heute eine stille Zuhörerin hier mit NTS. Ach ja. Und meine Frau konnte ich bisher noch nicht überreden, mit Factorio zu spielen. Fliege ich mal in den nächsten Sektor gucken. Die wollen ja nicht mit mir reden. Mann. Irgendwie ist es ein bisschen weird. Vitas, du weißt doch, ab wann man erst bei YouTube Geld kriegt. Ja, aber es ist gerade ein bisschen wild bei mir. Ich habe Waffen ausgerüstet und kann nicht schießen.
So. Also Martin ist auch davon sehr gut überzeugt und findet das ganz gut, die Idee. Meine Frau kommt hier gerade mit ins Channel rein. Was sagst du dazu, liebe Ehefrau, dass wir ab jetzt Martin und Visus dafür bezahlen, damit sie mit mir spielen? Was soll ich da jetzt zu sagen? Deswegen soll ich jetzt im TS kommen, allen Ernstes. Nein, deswegen nicht. Doch, Jule. Martin und ich haben Forderungen. Die müssen erfüllt werden. Ja, das müsst ihr mit Frank klären, nicht mit uns. Ich hab gesagt, ich hab kein Geld. Ja, ich noch weniger. Aha! Ein Vitus! Also musst ihr neue Spielpartner suchen. Ganz einfach, Jule, wir brauchen kein Geld. Martin und ich kriegen Stück für Stück euer Haus. Genau. Karo wohl Laden machen, wenn das als Bezahlung auch reicht. Na, die ist Martin nicht. Wie, Martin isst keine Rouladen? Was denn bei dem? Nein, der isst sowas nicht. Dann kriegt er ein schönes Schnitzel. Rouladenessen eingeladen. Ja, ein Schnitzel, ja. Damit wäre er einverstanden. Frankie? Ey? Bleib mal kurz aus deinem großen Fisch aus. Was für ein Fisch? Was willst du mit meinem schönen Flugobjekt machen? Du hast festmontierte Waffen dran, die schießen nur in eine Richtung, ne? Ja, aber ich kann nicht zielen und kann auch nicht feuern. Wie, du kannst nicht zielen und auch nicht feuern? Hast du bewaffnet? Steig ein. Deshalb bin ich kurz ausgestiegen. Du hast auch keine Crew an Bord. Doch? Nein. Ja. Moment. Okay, ich habe jetzt Crew aufgeteilt. Du hast nicht genug Crew an Bord. Eigentlich müsste genug da sein. Nein. Crew angefordert. Ist nicht genug da. Du hast die Waffen, glaube ich, nachträglich angebaut, ne? Ja. Jule, lass uns mal in 3 reinspringen. Ja. Das Problem löse ich jetzt mal. Ich habe ja mal so 2000... Du kriegst mal eben 300 Stufe 3 Ingenieure. Ach, danke. Und nochmal 200 Mechaniker Stufe 3. Da müsste das... Ohne was zu tun, ein Ladescreen. Warum? Hast weiß du mich auch zerstört, nicht, weil du das Schiff gedreht hast? Deine Drohne vielleicht, ja. Das könnte vielleicht tatsächlich passiert sein. Ja. Ach, du hast doch keine Piloten, ne? Wie wär's, wenn ich mal Piloten ausbilde? Sonst hast du von allen tatsächlich genug da. Ja, auch noch keine Jäger, die kommen ja jetzt noch. Jäger, die lasse ich gerade ausbilden. Du hast in einer halben Stunde hast du deine Piloten da. Ich mach gerade einen Ausbildungsauftrag bei dir. Dann hast du ab jetzt immer genug Crew, weißt du? Ja. Einfach machen lassen. Du hast dann 150 Piloten, also. Ich hau jetzt ab. Mit meinem Schiff? Was hast du eigentlich hier für eine fliegende Flunder gebaut? Eine riesige Flunder. Ja, du hast ein paar Geschütze angebaut, wahrscheinlich weil die schön mächtig sind. Die können nur in eine Richtung schießen. Oh, noch. Siehst du? Hast du gesehen? Ja, nice. Ich fliege da jetzt einfach unter andere Schiffe. Und dann einfach. Töte mich bitte nicht wieder. Nein, Quatsch. Tatsächlich müsstest du an den Geschützen gucken. Das siehst du nämlich schon an, wenn du im Baumenü bist. Da kann ich ja schlecht demonstrieren gerade. Wenn du im Baumenü bist, siehst du ja die Geschütze, die du bewegen kannst. Die sehen normal aus. Die Geschütze, die ausgerichtet sind, die gucken nach oben. Das war für die Special Effects. Für die Special Effects, ja. Deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen noch ein paar Waffen farmen.
Dafür sind halt die Waffen aber ziemlich stark. Weißt du? Aber die schießen halt nur in eine Richtung. Die sind nicht schwenkbar. Ja, wird umgebaut. Ja, dann fliege ich mal in den nächsten Sektor. Auf jeden Fall kannst du froh sein, wenn du auf Schiffe zufliegst, dich zu treffen, würde ein bisschen schwieriger sein. Weil über unter dir ist ja nicht viel Fläche. Oh, ich habe hier mal wieder so einen netten Sektor gefunden, wo ganz viele Zotern sind. Aber ich versuche eigentlich immer erst den zu finden, der die beschwört. Aber eigentlich nicht. Desto mehr, desto besser, ne? Wollte gerade sagen. Lassen Sie mehr für uns fallen. Du warst doch gar nicht so scheiße ausgerüstet, geschützt. Ich habe gerade meine Jäger draußen, die farmen nebenbei, während ich hier in der Schlacht bin. Wenn die abgeschossen werden, ist kein Problem, da wird ein Jäger nachgebaut. Wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn du gleich mal ein bisschen zur Hilfe kommen würdest, wenn du soweit bist. Gegen die haben wir spezialisierte Schilde. Die scheinen wohl doch ein bisschen stärker zu sein. Ja, falte du mal. Ein Jäger wurde zerstört, das ist ja nicht das Problem. Es sind gerade schon viele Zotern aufgetaucht. Auf jeden Fall werden die Jäger zerstört, so wie gewollt. Super Zotern-Schiff, der mal über 400... Ich hab grad mal 33,3 Omikron-Feuer schon, Wie viel? 33k. Ich hab 22,5. Gar nicht wahr, ich hab eine andere Waffensache angeguckt. Doch, 33k. Ich hab 22,5. Und es sind verdammt viele, viele Zotern hier. Das Schild ist weg. Ah, stoppen, stoppen! Und die treffen ganz gut, ey. Ich verpiss dich ein bisschen weiter nach hinten. Du brauchst noch nicht in den Sektor kommen. Ich sag dir Bescheid, okay? Könnte sein. Dein Schiff, MKS, bist du das? Wird angegriffen. Nein. Und was? Oder bist du irgendwo gegengeflogen? So, wie viele Jäger wurden erfolgreich zerschossen? Es waren auf jeden Fall schon mal ein paar. Es könnte sein, dass ich gegen unsere Station geflogen bin. Ist sie kaputt? Oder war das die Station, wo unsere Stargate-Schiffe drin waren? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, nein. Im letzten Video, wenn ihr da reinguckt, haben wir in unserer Station einen riesen Hangar gebaut und haben eine Daedalus und eine Prometheus reingesetzt von Stargate.
War nicht schlecht. Oh mein Gott, meine Frau spielt jetzt Farming Simulator. Ich warte, dass mein Schild sich auflädt. Kommen die Zotern zu mir oder bleiben die da hinten? Ganz entspannt, die bleiben 100 Kilometer entfernt. Kann in Ruhe mein Schild aufladen. Das ist wirklich entspannt dann, ne? Ja. So, ein Jäger wurde zerstört. Wo seid ihr denn, ihr lieben Jäger? Ihr seid doch bestimmt schon auf dem Rückweg, ne? Oh. Schießt ihr auf mich? Hey, Frankie? Ja. Ich hab mich vertan. Warum vertan? Doch Produktion. Brauchst du doch noch Produktion? Nee, hab ich. Ja. Produzier so einen Jäger in 1-5 Minuten, je nach Jägertyp. So, Zutaten gegen mich. 1 gegen 1. Aber er lockt mich zu seinen Freunden. Er lockt mich tatsächlich zu seinen Freunden. Standbild? Du? Zu viele Zutaten oder was? Er sagte mir oben, ich hätte keine Verbindung gehabt. Okay, und jetzt? Ist er gerade in den Ladescreen gewechselt. So, wir sind ja auf Waffensuche. Ich habe schon mal ein paar Lasergeschütze wieder. Zack. Pass auf, die schießen wirklich gut. Ich versuche die gerade einzeln rauszuholen, weißt du? Versuch mal, die Aufmerksamkeit ein bisschen von dir abzulenken. What? Einfach mal gerammt, wa? Ich kenne den Nachteil meines Schiffsdesigns. Das Drehen, Wendigkeit? Ne, da ist alles okay. Ja, aber dein Schild ist schon halb down wieder, ne? Ich kann noch nicht sehen, worauf ich schieße. Achso, dann drück mal Alt. Da kannst du dein Schiff hoch und runter bewegen. Ah. Sag nicht, das wusstest du seit über 60 Avorien-Folgen nicht. Doch, zwischendurch wusste ich das mal, aber ich hab's wieder verdrängt. Ja. Wie viel Schild hast du denn? Über 20 Millionen. Aktuell vielleicht nur noch 7 Millionen. Oder 6 Millionen, irgendwie sowas. Die nagen gerade ganz schön an mir. Ich bin auch gefühlt wieder mittendrin. Wie viel Frachtraum sagtest du, sollte ein Schiff haben? Ja, wenn es kein Farmschiff ist, braucht es nicht so viel. Das ist nicht so viel. Also wenn es kein Farmschiff ist, so 2000 würde reichen.
Okay, ich habe 150.000, ich kann aber umbauen. Ja, das ist für ein Farmschiff oder Frachtschiff schon mal ziemlich gut. Also du hast eigentlich ein riesen Frachtschiff gebaut. Ah, könnte man so sagen. Und mir fehlt das Geld. Um weiterzubauen? Ich bräuchte 17 Millionen. Die kriegen wir ja gleich zusammen. Wir müssen aber hier erstmal. Bist du schon weggesprungen wieder, oder was? Nein, nein, ich bin noch da. Okay. Achso, du bist nur in den Hintergrund gegangen. Mhm. Ah. Wie du siehst, ich hole einen nacheinander raus. Um Schildgeneratoren einzubauen, bräuchte ich mehr. Geld. Ich bin gerade im Hintergrund, damit sich hoffentlich mein Schild mal regeneriert. Ja, dauert einen Moment. Was ich nachher lustig finde, wie kriege ich meine Jäger zurück? Die fliegen wahrscheinlich irgendwo nirgendwo. Da hilft nachher nur eins warten, glaube ich. Damit könnte ich dir kurz helfen, eben Jäger auslassen. Jäger habe ich ja selber nicht in Einsatz. Außer meine Mining-Jäger. Aber die schießen hier mit Plasmawaffen, deswegen gehen die Schilde so schnell down. Aber ich nehme jetzt wieder ein Schiff raus, das Plasmawaffen hat. So, mein Schild ist, glaube ich, bei kritischen 1%. 1,4% hat mein Schild noch. Alle, die Star Trek kennen, da werden die Leute schon alle in Panik und überall würde es Explosionen ins Schiff geben. Bei Schild bei 1%. Ja. Ja. Ach du teleportierende Drecksau. Haben wir davon einen Bastard dabei? Ich glaube, ich darf das Video jetzt cutten. Kannst du drin lassen, wird nur nicht monetarisiert. Solange sich keiner beschwert. Wenn es ab 18 gestellt ist? Ja, sowieso. Also ich gebe nie an, dass es für Kinder freigegeben ist, also. Naja, spätestens wenn die Geschichten mit dem Spielzeug, wovor du Angst hast, rauskommen, dann müsste das Video ab 18 sein. Ich hatte schon mal einen, mit dem ich früher zusammengespielt habe, der wollte eigentlich einen riesen Rammbock bauen, die ganzen feindlichen Schiffe eigentlich nur durchs Rammen zerstören. Kann man machen. Oh Mann, interessant. Ja, durchspielen, nur mit Rammen oder was? Oh, ich habe kein Schild mehr. Meine Hülle wird ja schon beansprucht. Komm, Waffen, regeneriert euch, damit ich Schaden. Aber ich denke, wir werden hier schon was Brauchbares finden, denke ich. Ich glaube, wir haben gerade ein Doppelblitzgeschütz gekriegt mit zwei Slots, die 1300 Schaden machen. Vielleicht zwei Stück davon. Und mein Handy hat geklingelt.
Marc hat gerade reingeschrieben in die Gruppe, nie Imposter, Marc. Ich bin irgendwie von Trouble in Terrorist Town, ich weiß nicht warum. Ich mag die Sache mal. Bitte? Wegen TTT oder was? Ja, und jetzt mal voll reinrammen. Unterher geflogen. Ich bin gerade ein bisschen außerhalb. Guck mal, die Menge, das summiert sich langsam. Aber das können wir im Bosskampf nicht machen, uns zurückziehen, das ist das Problem. Weil? Ja, dann neue Wurmlöcher kommen. Die kommen so oder so. Ja, deswegen will ich ja die Zotan-Artefakte hier sammeln und zusammenforschen. Ich glaube, da kriegen wir, glaube ich, ein Upgrade raus. Dass das, dass sie ja keine Wurmlöcher generieren kann. Meine ich, dass das irgendwie sowas war. Auf jeden Fall, was uns einen Vorteil bringen kann. Wow. Unsere Werft hat gehandelt und hat einen Profit von 3.665 rausgebracht. Ui. Ist schon geil. Unsere Kohlemine hat was verkauft. 148 Kohle für 47.360. So. Joe Jazz, ne? Ja, was ist mit dem? Der ist auch nur ein Buchstaben an der echt klebrigen Angelegenheit vorbei. Oh Mann. Heißt der schon immer so? Bei Steam, ja. Den kennst du von meinem Geburtstag. Weiß. Wer ist die Keksfee? Steffi. Wie hieß die, glaube ich, anders bei uns hier in TS noch? Keks, wie reicht mir, dann weiß ich, wer es ist. Mit Doppel-F, Steffi, ne? Das weiß ich nicht, ob Doppel-F oder ein F. Ich glaube, sowieso nur ein Spitzname, glaube ich. Dann irgendwann mal so ein Treffen von TS aus, weißt du? Marc? Weiß ich nicht. Habe ich tatsächlich, glaube ich, nicht bei Steam. Ich weiß nur, dass er ab und zu mal bei mir in der Wohnung stehen könnte. Was? Ja, wenn er unten zu Besuch ist, gehen die auch manchmal nach oben. Ach ja, wegen Laura, ne? Ja, ja. Hat einen lustigen Namen gegeben. Außerdem, das Lustige wird ja dann noch, wenn ich ihn dann ja persönlich treffe. Weil wir ja beim letzten Mal beim Among Us spielen ja gesagt hat, der bräuchte ja keine 3060 für World of Warcraft. Auch ja auch nicht. Er hat vorher eine 1060 gehabt. Auch er trotzdem nicht. Aber liebe Freunde, und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wegen dieses Video ist tatsächlich mit diesem Projekt sind das tatsächlich die längsten Videos, die ich auf den YouTube-Kanal noch produziere. Mit einem Durchschnitt 30 bis 40 Minuten teilweise sind ja die Videos, die Groß- und Avorion von Multiplayer gewesen.
Die von Trade, die gehen ja so im Durchschnitt mittlerweile auch 20 Minuten. Also ich versuche, dass ich spätestens bei 20 Minuten ein Ende finde. Weißt du? Versuchst ein Ende zu finden. Ja, versuche ich. Aber du kennst das ja, man ist vertieft und ein drum dran und schwuppdiwupp ist eine halbe Stunde weg. Ja, das geht nur bei Filmen so. Oder Serien, ne? Ach, die geht doch. Ich vorhin mit einer Serie angefangen und ich hätte tatsächlich die Zeit ein bisschen gekannt, weil Folge auf Folge um Folge ich mir reingezogen. Naja, nichtsdestotrotz schaltet wieder ein, wegen wir sind hier im Livestream. Vergesst nicht, heute Abend ist ja noch ein Livestream, wo wir dann Among Us spielen und danach Factorio. Schaltet da gerne ein. Lasst natürlich gerne noch ein Like da und wenn ihr noch nicht habt, ein Abo. Und ja, bis dann, sag ich mal, ciao. Euer Posi. Und hier im Livestream geht's natürlich weiter.